Herzlich willkommen allerseits. Ich bin Peter Kovac, der wahrscheinlich größte Management-Experte der Welt. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen. Für mich eine Art Klassiker, weil es ist eben schon ein älteres Buch und es findet sich auch gerade nicht in den Topseller-Listen, aber die besten Bücher, finde ich, wurden schon längst geschrieben. Man muss sie nur ausfindig machen, aber dafür habt ihr ja mich. Das Buch, das ich euch heute vorstelle, ist Was zählt, geschrieben von Jack Welch. Jack Welch war einer der größten Manager überhaupt, die es im letzten Jahrtausend gegeben hat. Manche sagen auch, okay, Konosuke Matsushita aus Japan könnte man auch nehmen, aber auf jeden Fall einer der wichtigsten und größten Manager des letzten Jahrtausends. Und oder tätig war er für die Firma General Electric. Und General Electric ist eine Firma, die so groß ist, dass deren Umsatz teilweise oder zeitweise 1% des Bruttoinlandsproduktes der Vereinigten Staaten ausgemacht hat. Also eine große Firma. Okay. Dieses Buch ist die Biografie von Jack Welch und es setzt an in seiner Kindheit und dann erzählt es schrittweise den Aufstieg zum Vorstand und dann eben die ganze Geschichte, oder die ganzen Erlebnisse der Jahre, die er dort als Führungskraft und als Vorstand verlebt hat. Und was dieses Buch so besonders interessant macht, es kostet bei Amazon gebraucht 2 Euro. Ich wiederhole, ihr habt euch nicht verhört, 2 Euro. Mit Transportkosten dann eben ungefähr 5. Aber was dieses Buch so unglaublich wertvoll macht, ist einfach, dass alles drin ist, von Anfang bis zum Ende. Und jeder von euch, denn nicht jeder hat ja einen anderen aktuellen beruflichen Status, sowohl der einfache Arbeitnehmer, als auch die Führungskraft im mittleren Management oder der, der ein Unternehmen gründen will oder schon ein Unternehmen führt, die werden alle bedient in diesem Buch. Da gibt es einige Beispiele, die ich euch hier nennen möchte. Das erste. Jack Welch war nach seinem Eintritt in die Firma als Verfahrensingenieur in der Chemie tätig und sollte sich um die Erstellung eines neuen Kunststoffes kümmern. Und er wollte dort eigentlich wieder kündigen, aber einer seiner Vorgesetzten hat ihn, nachdem er gekündigt hat, schnell angerufen und gesagt, naja, komm, wir können über alles reden. Wie kam es dazu? Weil Jack Welch gemerkt hat, dass Führungskräfte in ein Meeting normalerweise kommen und dort schon eine vorgefasste Meinung haben und sie möchten von den anderen Leuten im Prinzip eigentlich nur noch eine Bestätigung dafür, dass das so richtig ist, was sie sich da ausgedacht haben. Deswegen hat er sich nicht darauf konzentriert, irgendwie was madig zu machen oder zu sagen, nein Chef, das geht nicht weil oder das geht nicht aus dem Grund, sondern er hat immer nicht nur auf Fragen geantwortet, sondern immer einen Zusatzbeitrag geliefert. Und das ist oben aufgefallen und das hat man gemerkt. Und aus diesem Grund wussten die Chefs, okay, da ist jemand, der aus der Masse hervorsticht und so fällt man eben in einer Firma auf. Dann die andere wichtige Sache, die ich daraus gelernt habe. In diesem Buch zeichnet es sich so ein bisschen ab. Es gibt keine Beförderung, wenn man nicht zu seinen Vorgesetzten, die über die Beförderung entscheiden, ein positives oder nahezu schon fast Respekt, also ein Verhältnis hat, was von hohem Respekt geprägt ist oder wenn nicht sogar am besten eine Freundschaft oder eine Art Freundschaft. Und das merkt man. Ja, ich merke es in der Praxis. Es gibt Leute in den Firmen, die rackern sich seit 10, 20, 30 Jahren dort ab, aber werden nie befördert und fragen sich immer warum. Naja, ganz einfach. Eine Führungskraft nimmt gute Taten eines Mitarbeiters besser wahr, wenn er mit ihm eine Beziehung hat oder eine positive Beziehung hat. Ihr kennt ja vielleicht Watzlawicks Theorien, eine Kommunikation hat Sachebene und Beziehungsebene und wenn eine Beziehungsebene nicht richtig funktioniert, dann nützt die gute Sachebene eben auch nichts. Und ja, so ein einfacher Satz als junger Absolvent gelesen und dann merkt man, okay, es ist tatsächlich wahr. Und wenn man in einer Firma ist und merkt, ja, mit meinem Chef, da läuft nichts, dann ist es vorbei, dann sucht man sich was Neues oder muss irgendwie wechseln oder so, sonst wird da nie etwas draus. Dann noch ein drittes Beispiel. Jack Welch erzählt so nebenbei über Personalauswahl und da meint er, dass er sich am Anfang seiner Laufbahn
viel davon täuschen hat lassen, dass Leute mit irgendwelchen tollen Titeln angekommen sind. Ein MBA aus Harvard oder ein Ingenieurstudium am MIT in Boston, was auch immer. Er hat viel Wert drauf gelegt, fand das total toll und diese Leute hat er eingestellt. Später hat er gesagt, diese Titel sind alle einen Dreck wert. Wichtig ist bei einem Kandidaten oder wichtig sind zwei Eigenschaften: die Leidenschaft und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Das ist alles. Also ein Mensch, der clever ist, Probleme lösen kann und es auch gerne macht, das ist der optimale Mitarbeiter, weil der kann sich für seine Arbeit begeistern und der wird eben die Probleme lösen, die der Firma im Wege stehen, auf dem Weg zum Erfolg. Also sollten jetzt nur drei Beispiele davon gewesen sein, was da alles so enthalten ist in diesem Buch. Da müsste man sich so ungefähr auf jeder Seite hier solche Paragraphen anstreichen und die am besten ausdrucken und an die Wand hängen. Also eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe zum Thema, denn alles ist drin, vom Anfang bis ganz nach oben. Hier wird jeder bedient und man bekommt einen Einblick in die Gedankenwelt eines Menschen, der unter sich über 300.000 Mitarbeiter hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Verantwortung trägt eben für die Zukunft der Menschen, die dort arbeiten und auch für die Kunden und so weiter. Und da merkt man auch, wie rational die Dinge dort zugehen. Und da werden unbequeme Wahrheiten werden nicht einfach wegignoriert, also zumindest nicht bei ihm. Und wie man Geschäftsentscheidungen trifft, warum manche Unternehmensbereiche verkauft werden und manche nicht, warum es oder wie man in die Zukunft investieren kann, richtig, wie man Geschäftsbereiche erschließt, weil man weiß, okay, da wird in Zukunft viel zu holen sein, das ist alles drin. Daher, ich empfehle euch dieses Buch wirklich wärmstens. Es ist eins der wenigen Bücher, wo ich sage, ja, das muss in den Bücherschrank, wenn ihr irgendwie karrieremäßig oder unternehmerisch erfolgreich sein wollt. Daher, Jack Welch, was zählt, ist mein Buchtipp für euch heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir bitte in den Kommentaren was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.